Ich darf jetzt Sibylle Bachar begrüßen. Sie spricht für die S. Fischer Stiftung, die uns sehr für die Gestaltung dieses heutigen Tages unterstützt hat. Und der S. Fischer Verlag ist der Verlag von Wolfgang Hilbig. Und da ist es sicher auch ein bisschen auf der Hand liegend, dass wir zusammenarbeiten. Und jetzt bitte Frau Bachar. Ist das Mikro an? Ja. Okay, gut. Lieber Thorsten Arendt, lieber Michael Hamidner, lieber Volker Hanisch, meine liebe Katrin, liebe Mitglieder der Wolfgang-Hilbig-Gesellschaft, liebe Podiumsteilnehmerinnen und Teilnehmer, liebe Freundinnen und Freunde von Wolfgang Hilbig. Eigentlich sollte jetzt hier Antje Konstes, Geschäftsführerin der S. Fischer Stiftung, stehen, um den Dichter zu grüßen, sie willkommen zu heißen und vor allen Dingen Ihnen allen zu danken. Leider musste sie eine lange geplante Dienstreise wegen der Pandemie deutlich früher antreten und hat mich deshalb gebeten, für sie einzuspringen, was ich sehr gerne getan habe. Ich freue mich sehr, heute mit Ihnen Wolfgang Hilbig zu feiern, an ihn zu erinnern, über sein Werk nachzudenken, später mit Ihnen das Glas auf ihn zu erheben. Dass dieser Tag überhaupt möglich wurde, verdanken wir ganz vielen Menschen, die sich voller Engagement dem Werk Wolfgang Hilbigs widmen. Die S. Fischer Stiftung als Nachlasshüterin und Urheberrechtserbin seines Werkes ist der Wolfgang Hilbig Gesellschaft unendlich dankbar für die umsichtige, engagierte und begeisterte, wie auch begeisternde Planung des internationalen Wolfgang Hilbig Jahres 2021/22. Besonders bedanken möchte ich mich bei Katrin Hanisch, mit der ich viele Mails voller Freude, Enthusiasmus, Bedenken, ja manchmal auch Zweifel gewechselt habe, die uns immer wieder überzeugt und begeistert hat. Für sie schien ein Tag 48 Stunden zu haben. Katrin Hanis Begeisterung steckt an. Katrin, du bist großartig. Herzlichen Dank auch an Volker Hanisch, Wilhelm Bartsch und Jürgen Hosemann, die am 17.07. einem lauen Sommerabend im Garten der Buchhandlung Roter Buchs zusammen mit Corinna Harfuch den siebten und letzten Band der Wolfgang Hilbig Gesamtausgabe Essays, Reden, Interviews präsentiert haben. Es war eine Freude, Ihnen und Euch zuzuhören. Ein unvergesslicher Abend. Auch Frank Mutschall verdient ein dickes Dankeschön dafür, dass er bei der Wolfgang Hilbig Gesellschaft zusammen mit Katrin unter anderem die Finanzen im Blick hat. Allen Autorinnen und Autoren, die mit Wolfgang Hilbigs Texten und eigenen Interpretationen in Literaturhäusern, Schulen und anderen Veranstaltungsorten aufgetreten sind oder noch auftreten werden, möchten wir ganz herzlich danken. Über 40 Veranstaltungen sind so bundesweit zusammengekommen. Also nicht nur bundesweit, übrigens auch international, also zusammengezählt. Nicht zu vergessen, die Übersetzerinnen und Übersetzer, die seine Texte einem internationalen Publikum zugänglich gemacht haben und sich darüber ausgetauscht und sich, Entschuldigung, also einem internationalen Publikum zugänglich gemacht und sich darüber ausgetauscht haben. Sie alle sind in diesem Jahr zu veritablen Wolfgang Hilbig Botschafterinnen und Botschaftern geworden. Und darüber sind wir sehr glücklich. Was wäre die neue Webseite zum internationalen Wolfgang Hilbig Jahr ohne die wunderbaren Fotos von Dietrich Oltmanns und Gerald Zerner, GZ, der hier auch rumschwirrt. Vom Letztgenannten sind auch die interessanten Videos zu einigen Veranstaltungen und zu den Interviews, die Michael Hamidner mit Johannes Heisig und Sickert Gille geführt hat. Danke für Ihre tolle Arbeit. Stünde ich jetzt auf einer Bühne, sagen wir mal beim Deutschen Filmpreis, würde jetzt bestimmt gleich die Musik einsetzen, um mir zu bedeuten, dass die Redezeit dem Ende entgegengeht. Deshalb hier noch schnell, aber sehr, sehr herzlich ein Dankeschön an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Wolfgang-Hilbig-Tags, die mit ihren Beiträgen an Wolfgang Hilbig als Autor, aber auch als Freund erinnert haben. Konzipiert wurde der Tag von Michael Hamidner, dem wir für sein Engagement nicht genug danken können. Ein herzlicher und großer Dank auch an den Hausherrn Thorsten Arendt und seiner Kollegin Carmen Laux, die mit großer Umsicht und Pragmatismus den Tag hier möglich gemacht haben. Dem Literaturhaus
dem Literaturhaus-Café, das für das leibliche Wohl sorgt, und Steffen Morenz, der für die Buchhandlung Grömer den Büchertisch betreut. Und natürlich auch unseren anderen Kooperationspartnern, dem Literaturhaus Leipzig, der Stadt Leipzig, der ALG, der Kampagne Zweiter Frühling im Rahmen des Bundesprogramms Neustart Kultur und der Kulturstiftung des Freistaats Bayern. Sollte ich noch jemanden vergessen haben, dann kommt hier noch ein ganz spezieller Dank an die Ungenannten, mit der Bitte um Entschuldigung. Zum Schluss, last but not least, möchte ich an unsere verstorbene Verlegerin und Stifterin Monika Schöller erinnern, die eine sehr besondere Beziehung zu Wolfgang Hilbisch hatte, ihn immer unterstützte und der es wichtig war, seinen Nachlass zu bewahren. Und nun wünsche ich allen, dass das Fest genauso schön weitergeht, wie es angefangen hat. Ich finde es ganz toll, dass so viele Leute gekommen sind. Also wirklich, Antje Konstius wird wahrscheinlich total traurig sein, dass sie nicht dabei sein kann. Und jetzt möchte ich einfach sagen, Prost, lieber Wolfgang, wo immer du auch bist, wir sind bei dir. Danke. So, und jetzt möchte ich noch der Katrin eine blaue Blume schenken.